Guten Morgen, Leute. Ich bin Andi Hetzmann-Zeder und ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Video. Ich bin zu Gast bei meinem Kumpel und Korder-Teamangler Jens Bernsen und wir beangeln heute ein richtig geiles Gewässer. Wir sind hier an einem Altrheinarm und dieser Fisch bricht Bände, so wie der aussieht, da kann nur aus so einem Gewässer kommen. Wir haben eine Nacht Zeit, wir haben heute Nacht schon ein bisschen vorgeangelt, den Platz so ein bisschen angetestet. Der Fisch ist heute Morgen gekommen, das ist auf jeden Fall ein guter Start für uns. Ja, und ich bin super gespannt, was heute Nacht passieren wird. Geil! Hier am Altrheinarm, der ist ungefähr 3 Kilometer lang. Bedingt dadurch, dass sich da nicht wirklich einer drum kümmert um solche Gewässertypen, ist halt kein richtiges Vereinsgewässer, sondern ein natürliches Gewässer, hat man natürlich auch damit zu kämpfen, dass viel Totholz im Wasser liegt. Die Seerosen breiten sich immer weiter aus. Dadurch, dass das Gewässer so groß ist, wie es halt ist, weiß man auch nichts Genaues über den Fischbestand, sondern der ist auch stark wechselnd. Man kann ja sicherlich jederzeit mit dem Ausnahmefisch rechnen. Es ist aber tatsächlich so, dass die Fische, die wir jetzt beide gefangen haben, richtig aussahen wie alte, urige Fische. Ne? Was für ein Start in diese Session. Einfach ideal, um ein Video zu beginnen mit Fisch. Erst hat Andi seinen Fisch gefangen und jetzt habe auch ich das Glück gehabt, diesen uralten, urigen Schuppi zu fangen. Hat ein bisschen gedauert, bis ich ihn aus den Seerosen raus hatte, aber hier hat unsere Taktik absolut funktioniert. Ich werde euch gleich noch ein bisschen was zum Gewässer erzählen, zu dem Fischbestand, wie das alles begonnen hat hier und welches Setup wir benutzen, um auch Fische unter widrigen Bedingungen zu fangen und sicher zu landen. Ich habe die letzten Jahre echt viel auf solchen Gewässern geangelt, wo auch über den Fischbestand eigentlich gar nicht so viel bekannt war. Aber diese Gewässer sind halt sehr alt, ja, ich weiß nicht, wann sie entstanden sind, aber hunderte von Jahren alt. Und die Fische vermehren sich hier auch natürlich. Und natürlich ist es dann möglich, dass immer wieder ein Ausnahmefisch entsteht hier in so einem Gewässer. Meistens sind da besonders große Schuppenkarpfen, hat die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt. Aber hin und wieder hat vielleicht mal einer einen Spiegelkarpfen besetzt oder sie sind aus anderen Gründen hier reingekommen und auch diese Fische wachsen dann ab und zu besonderen Größen ab. Die Gewässertiefe ist natürlich ideal zum Abwachsen. Das Wasser hier ist ungefähr 1,30 Meter bis 1,50 Meter tief. Es explodiert im Sommer vor Nahrung. Ich glaube, dass die Fische hier relativ früh anfangen zu fressen und in der Vergangenheit habe sogar ich habe vor 20 Jahren hier schon mal geangelt, im Winter Fische fangen können. Das heißt, die Fische sind sehr lange Phasen aktiv, fressen lange und das gibt mir eigentlich die Überzeugung, dass man tatsächlich auch mit richtig großen Fischen rechnen kann. Der letzte Sommer war sehr, sehr heiß und bedingt durch die Gewässertiefe ist es natürlich auch schwierig. Die Fische haben mit ganz anderen Sachen zu kämpfen als unser Angelfutter, sondern die haben damit zu kämpfen mit dem Sauerstoffgehalt, mit der Wassertemperatur. Und jetzt ist gerade der Switch-Over, sage ich mal, zum Herbst. Und das ist natürlich die ideale Zeit. Die Wassertemperatur ist mal eben 10 Grad runtergekracht und das ist eigentlich das Startsignal zum Fressen für die Fische. Und deswegen haben wir diesen Zeitpunkt ausgewählt. Wie ich gerade schon erwähnt habe, ist es so, dass diese Gewässer nicht wirklich bewirtschaftet werden. Das heißt, keiner kümmert sich drum. Hier fallen Bäume, im Hintergrund sieht man das ein bisschen. Bäume fallen ins Wasser, bleiben liegen, verrotten. Man überall altes Geäst, Muscheln sammeln sich daran. Und der mega, mega breite Seerosengürtel, der hier ist. Und jeder weiß, wenn er mal an hindernisreichen Gewässern geangelt hat, was es bedeutet. Fische lieben es einfach, ein Dach über dem Kopf zu haben. Sei es im Hafenbecken, Steg oder wie in dem Fall Seerosen oder Bäume. Und wenn man nur einen halben Meter davon wegliegt, kriegt man vielleicht keinen Biss. Also man muss wirklich ganz, ganz immens vor diese Hindernisse angeln. Und wie man das richtig macht oder wie ich das jedenfalls mache, um auch diese Fische zu landen und sicher landen zu können, zeige ich gleich im nächsten Step. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, angeln wir hier sehr stramm vor Hindernissen, also in dem Fall vor Seerosen und auch Totholz, was da im Wasser ist. In diesem Fall ist es natürlich speziell wichtig, dass ich so nah wie möglich an diese Hindernisse ranange und ich natürlich irgendwie die Chance bewahren muss, diesen Fisch auch zu bremsen und zu stoppen. Deswegen setze ich in dem Fall auf starke geflochtene Schnur. In dem Fall ist es eine Subrate von 20 Pfund, von der Tragkraft absolut ausreichend. Der große Vorteil daran ist, die Schnur hat wirklich null Dehnung. Vor diese Subrate habe ich noch einen, sag ich mal, Snackleader geschaltet mit 55 Pfund Tragkraft. Der sorgt dafür, dass ich wirklich nur auf dem letzten Stück ein bisschen Dehnung habe und nicht, ich sag mal, so ganz brutal die Fische randrille. Der Snackleader ist dafür da, der dämpft ein bisschen, ich sag mal, zwischen der geflochtenen Schnur, die ja wirklich sehr steif ist und keine Dehnung hat, die dämpft zwischen Haken und der geflochtenen Schnur ein bisschen die Fluchten vom Fisch und ist natürlich auch super abriebsfest, falls der Fisch mal da hinten in so ein Hindernis wie so ein Baum oder ein Ast reinschwimmt. Es ist so, dass ich jetzt hier bedingt durch den Steg so ein
Stage-Stand benutze. Die Dinger sind mega, mega stabil, sorgen dafür, dass die Routen richtig stark verankert sind. Es ist so, dass ich in diesem Fall, weil ich ja den Weg von der Schnur zum Blei, meine Schnur ein bisschen abgesenkt habe. Das habe ich ungefähr in der Mitte abgesenkt, damit der Fisch, wenn er beim Biss anfängt durchzustarten, gar nicht mehr die Chance hat, großartig Schnur zu nehmen, sondern der Puffer zwischen der Rute, wo ich im Übrigen die Rolle relativ starr zugemacht habe, und dem Fisch ist tatsächlich nur dieses kleine Stückchen, wo er das Absenkblei hochnehmen kann. Die Rolle ist in dem Fall, wie man vorhin schon sehen kann, relativ stark eingestellt. Bedingt dadurch, dass ich mit dieser Rute relativ nach links angel vom Winkel her und mit dieser Rute nach rechts vom Winkel, kann es natürlich sein, dass diese Rute in dem Fall dann nach links runterrutschen würde, weil die Rolle relativ stramm zu ist. Dafür benutzt man, und dafür sind die auch konzipiert worden, Snack Ears. Die sorgen dafür, wenn der Fisch tatsächlich nach links rüberzieht, dass es unmöglich ist, die Rute vom Bissanzeiger runterzuziehen und damit die Rute ins Wasser zu ziehen. Bei so einer Anglerei benutze ich, wie auch am Fluss, bei meiner Flussanglerei relativ schwere Black-and-White-Modelle. Das sind hier die schweren Modelle. Ich habe die Gewichte in dem Fall runtergemacht, weil das Gegengewicht ausreicht. Aber ich benutze die ganz gerne, weil ich die sehr stramm unterm Blenk drehen kann und dem Fisch, wie schon gerade eben erwähnt, gar nicht die Chance geben möchte, richtig durchzustarten und überhaupt Gas zu geben, damit er dann ganz, ganz tief in das Hindernis reinschwimmt. So, noch nicht zu Abend gegessen. Das ist nicht der Riese, glaube ich. Aber immer ein schöner Fisch. Der hat es tatsächlich geschafft, ein Stückchen in die Seerosen reinzukommen. Ich habe einfach auf Spannung gehalten. Und dann habe ich den Burschen da rausbuxiert. Jetzt ist hier vorne noch ein bisschen kriminell. Hier gibt es noch ein paar Bäume im Wasser. Wieder ein Schuppi. Jetzt versuchen wir den mal da wegzuhalten. Wie gesagt, der hat ganz schön reingezogen in die Seerosen, trotz hoher Bremse. Okay. Aber jetzt schwimmt er erstmal in Kescher. Ist doch etwas größer, als ich gedacht habe. Ja, gemacht, Mann. Junge. Sehr gut. Sehr, sehr cool. Puh. Hektik am frühen Abend. So, knallharter Drill. Der Fisch, der Schuppi halt temperamentvoll, hat tatsächlich geschafft, zwei, drei Mal in die Seerosen reinzustechen. War aber gar kein Problem, ich habe die Ruhe parat, habe den Fisch wieder rausbekommen. Hier vorne hat er nochmal versucht, in den Busch hier unten direkt am Stich reinzukommen. Auch kein Problem, endlich ist er im Kescher. Hier ist er. Ich hatte tatsächlich vor allem beim Einholen das Problem, dass an zwei Routen die Köder abgefressen waren. Ich vermute, das sind Krebse und habe dann meine Köder dementsprechend präpariert mit Fakehorn und habe auch die Boilies eingeschrumpft mit Superwrap. Kann überhaupt nichts passieren, die Krebse kommen nicht mehr dran und man hat immer die Chance, den Fisch zu fangen. Für mich ist das die erste Session hier an diesem Gewässer und da muss man natürlich viele Dinge beachten. Viele Dinge muss man erst lernen und man muss natürlich beobachten, was da draußen passiert. Ich habe jetzt gemerkt, unter Tage sind die Ruten mehrere Stunden lang unberührt geblieben. Und wenn ich meine Rigs dann reinkurble, habe ich gemerkt, dass die Krebse meine Boilies angeschnitten haben. Das war jetzt erstmal unter Tags kein Problem, aber ich denke mal, wenn die Ruten zum Beispiel in der Nacht mehrere Stunden lang liegen würden, da sind die Krebse natürlich auch super aktiv, dass die meinen Köder klauen könnten. Ich habe glücklicherweise ein bisschen Superwrap dabei. Eine Packung Superwrap ist bei mir immer im Rucksack. Und ich werde jetzt meine Köder einfach mit einer Schicht von diesem Superwrap nochmal schützen, einfach vor den Krebsen schützen. Damit erhoffe ich mir einfach, dass ich so ein bisschen robuster gegen diese Krebse vorgehen kann und die Köder einfach da liegen bleiben und sauber präsentiert sind, bis die Karpfen kommen und ja, und hoffentlich im Lauf die Folge ist. So, für mich ist es ja ein komplett neues Gewässer und dann ist ganz klar, ich verwende einfach Rigs, in die ich Vertrauen habe. Ich habe hier dieses Loops im Booms Konzept, das gefällt mir ganz gut. Einfach aufgrund dessen, weil ich die Haken einfach schnell wechseln kann. Ich angle super gerne mit nachgeschliffenen, also wirklich super, super scharfen Haken. Und die werden natürlich auch schneller stumpf als ein normaler Haken direkt aus der Packung geangelt. Und deswegen kommt mir da dieses Loops und Booms Konzept halt wirklich sehr, sehr entgegen. Wenn ich einen neuen Haken brauche, einen neuen, schärferen Haken wieder dran haben möchte, ja, dann schlaufe ich den einfach ein, beköder den neu und das war's schon wieder. Bin schon wieder im Rennen. Obendrein ist dieses Rig auch sehr, sehr verhedderungsfrei. Das hat einfach diesen steifen Boom, dieses steife Boom-Section hinten. Das heißt, wenn der Köder mal aufgenommen wird oder vom Krebs bewegt wird oder von Grundeln bewegt wird, was auch immer, der resettet sich immer wieder, weil eben diese steife Boom-Section hinten ist.
Vorne hat er trotzdem noch sehr, sehr viel Beweglichkeit. Da dran hängt ein Wide-Gap-X-Haken, das ist sowieso mein absoluter Lieblingshaken. Das sind einfach Komponenten, in die ich ein riesen Vertrauen habe, mit denen ich schon super viele Fische gefangen habe. Und dann ist es für mich nur logisch, die auch hier einzusetzen. Auch mein Bleisystem ist hier eigentlich keine Hexerei. Ich habe hier einfach Hybrid-LED-Clips, das sind wirklich sehr, sehr gute LED-Clips. Die liebe ich, auf die vertraue ich seit vielen, vielen Jahren. Die habe ich angebracht an diesen Dark Matter Safe Zone Leadern. Die haben noch so ein bisschen zusätzlichen Puffer. Sollte sich der Fisch mal irgendwo in den Seerosen festschwimmen und ich kann nicht direkt Druck auf den Fisch ausüben, dann haben die immer noch ein bisschen Dämpfer. Der Fisch schlitzt sich also nicht so schnell aus, wie das bei anderen Systemen der Fall sein könnte. Wie gesagt, natürlich dann auch in der Schlammfarbe, wie es da draußen vorherrscht. Das funktioniert einfach sehr, sehr gut. Ich brauche mir bei so einem Rigs einfach keine Gedanken machen, ob die tängeln oder nicht. Ich weiß, die sind immer präsentiert und wenn ich die sauber auf die Spots werfe, habe ich immer die Chance, einen Fisch zu haken. Immerhin, oder? Ich würde sagen, das ist mal ein richtig gutes Ergebnis für die wechselhaften Bedingungen von letzter Nacht. Oder was sagst du, Jens? Ja, wie wir gestern Abend beim Essen schon besprochen haben, du hast übrigens hervorragend gekocht. Danke sehr. Bin ordentlich satt geworden. Ist es sternklar geworden gestern Nacht. Und richtig dadurch kühl auch, noch dazu. Ja, klar. Der Wind ist noch total aufgefrischt. War wohl sogar so kalt, dass der Hund gestern Nacht noch bei mir ins Schlafzimmer gekrochen ist. Um 4. Okay. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch bei dir hinten Fische springen gehört. Was war denn da los? Ja, ich habe das Gefühl, die Fische sind so ein bisschen weggezogen von uns. Es war, wie gesagt, sehr, sehr kalt. Ich habe noch versucht, die anzuwerfen. Die sind aber weitergezogen. Bei mir hat es nicht mehr geklappt. Aber auf dich war Verlass, Jens. Du hast noch einen rausgezaubert. Ja. Wir sind froh, dass das Video so endet. Und wir sind mega happy über die Session. Oder was sagst du? Alles gut. Ist alles super gelaufen. Auch bei dem Fisch wieder genau das Gleiche. Voll in den Seerosen drin, aber ohne Probleme. Mit Geduld und Spucke, wie ich gestern schon gesagt habe, ganz genau. War er wieder draußen. Sehr gut. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und wir schließen damit. Ciao. Ciao.